Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Vikings Weekly, dem Wochenmagazin eurer Dacia Vikings, wie immer mit allen Wissenswerten in Purple and Gold. Am vergangenen Sonntag besiegten die Dacia Vikings die Sonic Wall Rangers 25:20 und es war das bisher knappste und spannendste Spiel der aktuellen AFL-Saison. Mit besonderer Freude nahmen aber diesmal die Fans wieder auf der Haupttribüne auf der Hohen Warte Platz, das erste Mal übrigens seit 2015, und die Family dankte es mit lautstarker Unterstützung für unsere Mannschaft. Am Sonntag reisen wir zum wohl bisher schwierigsten Auswärtsspiel der aktuellen Saison. Um 14.30 Uhr ist am Tivoli Kickoff gegen die Swago Raiders. Und wer es nicht in schöne Tirol schafft, auf sportonlive.tv wird das Spiel natürlich live gestreamt. Bereits am Donnerstag heißt das Duell Raiders gegen Vikings. Der gesamte Dacia Vikings Nachwuchs reist am Feiertag nach Innsbruck, um dort 4 Spiele von der U11 bis zur U18 gegen die Swago Raiders zu absolvieren. Unser dieswöchiges Play of the Game stammt vom Spiel des Dacia Vikings Team 2 gegen die Salzburg Bulls. Die Wikinger haben am vergangenen Samstag gegen die Salzburger 28:6 gewonnen und die Tabellenführung in der Division 1 übernommen. Analysiert und präsentiert wird das Play of the Game diesmal vom Headcoach des Team 2, Thomas Oelsbeck. Hallo Vikings-Fans, Coach Ö hier, Vikings 2 Head Coach, Offense Coordinator, Offense Line Coach. Wir wussten, dass sie bei Third and Long, also alles was über 10 Yards ist, sehr gerne eine Cover 2 Man spielen, wo sie dann in einen Robber Steel Look hineingehen. Das heißt, der Robber, der Räuber quasi, ist der Safety, der hier weiter unten steht, der am Anfang uns noch den Look von einer Cover 2 gibt, ja, aber dann relativ flott mit nach unten kommt. Man sieht das jetzt. Der hat dann die Option eben, konzentriert er sich auf den Running Back hier, auf der Seite, der hier den Swing läuft. Das heißt, dieses Play haben wir wirklich adaptiert auf den Look, den sie uns hier geben in Third and Long. Und wir haben auch dann den Inside Receiver, den Slot hier, den Marcel Hellwein, haben wir dann einen leichten Fade laufen lassen, den er ganz leicht nach innen stampt hier. Ja. Wir wussten, dass sie das gerne spielen und der Quarterback hat jetzt quasi die Option oder den Read auf diesen Robber, auf diesen Safety, der quasi jetzt da hier den Running Back quasi uns aus dem Spiel herausnehmen will. Ja. Das Wichtige bei dem Play ist hier, dass der Rudy, der Quarterback, hier viel Geduld hat, ja, und den Running Back nicht so früh anspielt, weil er glaubt, dass er offen ist, sondern wirklich diesen Safety hier da drüben liest. Ja? Und sobald der eben auf diesen zweiten Wideout hinauskommt oder da in der Zone sitzen bleibt, ja, dann hittet er eben den Slot Receiver auf der rechten Seite auf diesen leichten Fade. Alles andere dann einfach nur, ja, Pure Speed von Marcel Hellwein hier und mit großartiger Unterstützung auch vom Sebastian Raber, dem Wideout, der hier noch einen sehr guten und sehr legalen Block setzt. Ja. Und dann war es einfach nur mal ein Race to the Endzone zwischen der Nummer 45, der eigentlich einen sehr guten Job gemacht hat im ganzen Spiel, und dem Marcel Heaven. Ja, unser Play of the Week. Unsere Dacia Vikings Ladies absolvierten am vergangenen Samstag ein Freundschaftsspiel gegen die Sirens aus Warschau und konnten diese sehr eindrucksvoll mit 73:12 für sich entscheiden. Auch die Flag-Football-Saison hat bereits begonnen. Die Dacia Vikings Ladies und die Herren, die in der Spielgemeinschaft mit den Vienna Spartans antreten, absolvierten bereits ihre ersten Saisonspiele, konnten bisher aber leider noch keinen Sieg einfahren. Ich verabschiede mich wie gewohnt mit dem Fan-Foto der Woche und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal bei Vikings Weekly wieder mit dabei seid. Eure Kiki Klepsch.